Herzlich willkommen zu meinem Battlefield 242 wöchentlichen Update. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr den neuen Skin plus das dazugehörige Magazin sehr viel einfacher freischalten könnt. Wie gerade schon erwähnt, könnt ihr diese Woche nicht nur diesen netten Skin hier freischalten, sondern auch ein Magazin, wodurch ihr dann eine bessere Reichweite mit dieser Shotgun habt. Das Video ist folgendermaßen aufgebaut. Zuallererst werde ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr ja die neuen Aufgaben am einfachsten lösen könnt. Und danach werde ich euch dann nochmal den Skin in seiner vollen Pracht zeigen und natürlich dann auch nochmal kurz auf das zusätzliche Magazin eingehen. Von den Aufgaben her finde ich es persönlich diese Woche ein bisschen schwerer als in den letzten Wochen, aber trotzdem sollte es letzten Endes kein Problem sein, das freizuschalten. Für die 20 Gegner, wo ihr töten müsst mit einem Scharfschützen oder Präzisionsgewehr, wenn ihr ja von Haus aus gerne so spielt, dann ist es natürlich ein Selbstläufer. Andernfalls, ja, müsst ihr mal schauen. Ist aber auch so vielleicht mal ganz gut, dass ihr mal mit einer anderen Waffe spielt und dann vielleicht sogar sagt, boah, geil, die Waffe kannte ich noch gar nicht und ja, habt ihr quasi dann auf diese Weise dann kennengelernt und genau, dann macht ihr da einfach diese 20 Präzisions- und Scharfschützenkills. Dann als nächstes müsst ihr ja dann noch 100 Gegner scannen. Das könnt ihr am einfachsten mit Casper erledigen. Ich war zum Beispiel dafür auf der, ja, auf dem Durchbruchsmodus, auf der Karte Neuanfang. Ich habe als Angreifer mal kurz mich in die Ecke gelegt, habe die Drohne gestartet. Das hat keine 2 Minuten gedauert und ich hatte schon die 100 Scans und damit auch schon den zweiten Teil erledigt. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr am einfachsten die Geschichte mit den 5 Nahkampfkills erledigen könnt. Solltet ihr Probleme mit den 5 Nahkampfkills haben, würde ich euch empfehlen, dass ihr Dozer als Spezialisten auswählt. Das hat den einfachen Grund, ihr seht jetzt, ihr habt das Schild und das mit dem Schildhit ist natürlich ein Nahkampf. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe den Gegner zwar gekillt, aber habe nur einen Assist bekommen. Das ist einfach ein Bug, der ab und zu auftreten kann. Das kann auch ganz normal passieren, wenn ihr zum Beispiel einen Gegner ganz normal mit einer Waffe tötet, dass ihr dafür einen Assist bekommt. Das ist einfach leider derzeit noch ein Bug, der im Spiel besteht. Dennoch, genau, macht ihr das einfach auf diese Weise und ihr habt es ja gesehen, jetzt habe ich gerade den anderen noch mit dem Schild weggemacht. Und hier vor uns der Typ da, wo ich dachte, der den Panzer in die Luft jagen will, den schnappen wir uns jetzt noch. Und genau, das macht ihr dann 5-mal, hittet den Gegner zu Tode und das zählt dann als Nahkampfkill. Und somit habt ihr dann alle 3 Aufgaben für diese Woche erledigt. Zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie vorhin bereits erwähnt, den kompletten Skin, wie er dann ausschaut. Genau, so schaut er aus. Ich finde, der Skin schaut echt gut aus. Es gibt nur ein Problem in meinem Fall. Ich bin überhaupt kein Shotgun-Spieler, deswegen ist zwar wirklich ein toller Skin, aber leider überhaupt nichts für mich. Magazintechnisch, ihr seht's, ich habe, weil ich ja einfach kein Shotgun-Spieler bin, nichts freigeschaltet, aber dieser eine Aufsatz, also das Magazin, wo ihr das seht, ist neu und stand auch vorhin, als ich es zum ersten Mal aktiviert habe, als Belohnung aus der 8. wöchentlichen Mission. Genau, das stand dann dort. Und genau, dadurch habt ihr dann 20, ja, mehr Reichweite und solltet es dann ein bisschen einfacher haben, Gegner auch auf eine etwas längere Distanz zu töten. Und somit sind wir jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!